Seit der Tour de France und dem guten Abschneiden des Österreichers Bernhard Kohl ist die Begeisterung für den Radsport im Land auf dem Höhepunkt. Das war auch beim Bischofshofener Innenstadtkriterium zu spüren, zu dem 7000 Besucher kamen. Seit 5 Jahren ist das Sportereignis in der Skisprungstadt ein Publikumsmagnet. Wir hoffen, dass das sportliche Publikum Tradition Skisprungsport. Die Ballastenleiterschanzen ist ja am Behofen und da habe ich gesagt, ich muss da was machen, wo die Zuschauer kommen und das ist sofort das erste Mal eingeschlagen. Da haben wir schon gleich schon tausende Zuschauer gehabt und so hat sich das immer größer entwickelt. Das erste Mal da und ja, ich habe jetzt so ein Rad, der mit dem sind noch nie live gesehen, das erste Mal. Eigentlich war ich ein Tour de France-Fan. Ich bin Tour de Bischofshofen in klein. Ja, das ist aber sensationell. Es sind aber irrsinnig viele Zuschauer, ein gutes Starterfeld und es ist mit Herz organisiert, muss man wirklich sagen. Auch die österreichische Radelite wurde von dem Kriterium und seiner einzigartigen Kulisse angezogen. Ja, als erster komme ich hierher, weil ein Freund von mir das Rennen organisiert, der Peter, und ja, ich freue mich einfach, dass ich heute da bin. Es ist ein Rennen in heimischer Atmosphäre, ein Rennen, das mir sehr, sehr liegt, auch wo ich immer gerne herkomme, weil es wirklich sehr familiär abläuft. Und ich freue mich schon riesig darauf. Ich hoffe, dass es ein bisschen auftrocknet auch, weil sonst wird es ein bisschen gefährlich. Der Salzburger Radsport braucht solche Veranstaltungen. Hier gilt der Dank Peter Stankovic, als auch natürlich dem Herbert Höllerer, die dem Salzburger Radsport wieder ein bisschen Leben einhauchen. Aber ich kenne die Gegend schon rundherum, also von dem her, das ist wunderschön und schön wieder hier zu sein. Und ich hoffe, dass es das Kriterium nächstes Jahr wieder gibt. Am Ende machten zwei Salzburger das Rennen unter sich aus. In einem packenden Duell mit dem Straßwalchner Harald Staatzengruber konnte Vorjahressieger Gerrit Glomser erneut das Kriterium für sich entscheiden. Salzburg ist ein sehr, sehr guter Boden, sei das Geisberg-Bergrennen oder sei das jetzt der Lungau, das Cup-Rennen. Das heißt eigentlich jetzt drittes Antreten in Salzburg, der zweite Sieg. Ich hoffe, da werden noch mehr Rennen in Salzburg. Da muss ich mal mit dem Radsportpräsident sprechen. Da komme ich gerne zurück und gewinne wieder. Und auch die Bischofshofner würden sich freuen, wenn Gerrit Glomser mit dem österreichischen Radsportzirkus im nächsten Jahr wieder Halt bei ihnen macht.